Guten Morgen, willkommen zu einer weiteren Tour von mir. Und zwar mache ich heute mal wieder eine Wanderung in der Sächsischen Schweiz. Mein Start war der Wanderparkplatz in Hinterhermsdorf. Von dort führt mich der Weg auch gleich zu meinem ersten Ziel, und zwar soll es der Königsplatz sein. Hier geht's auch gleich erstmal einen Berg hoch. Jetzt habe ich schon den Königsplatz erreicht. Dort werde ich mich auch gleich mal umschauen. Tolle Bank, die hier in den Fels geschlagen ist. Hier geht es auch gleich noch zu einer Aussicht hoch. Gegenüber dem Aussichtspunkt haben die hier noch eine Schutzhütte hingestellt. Und hinter der Schutzhütte kann man auch noch weiter auf den Kamm gehen. Hier sind Treppenstufen in dem Fels gearbeitet für ein besseres Begehen. Hier kann man immer noch weiter am Fels gehen. Jetzt bin ich aber weit genug gegangen und werde jetzt wieder da unten auf den Wanderweg weitergehen. Hier noch ein Blick zum Königsplatz. Von hier geht es dann auch gleich weiter erstmal in Richtung Tal. Hier muss man sich wieder zwischen zwei Felsen durchzwingen, aber das ist nicht sehr schwierig. Jetzt schlängelt sich der Weg wieder so langsam ins Tal. Von hier oben bin ich jetzt gekommen. Und hier geht es auch gleich weiter. Hier kommt man wieder an tollen Felsen vorbei. Und wo geht es jetzt hier weiter? Toller schmaler Gang, wieder mal zwischen zwei Felsen. Hier steht noch ein abgeschnittener Baumstamm. Hier oben haben die mal einen Felsen in den Spalt gelegt. Aber der wird hoffentlich jetzt noch halten. Und weiter geht's durch die felsige Landschaft. Thank you.
Hier haben die mal wieder einen umgelegt. Glück gehabt. Ich kann meinen Weg noch vor dem Baum finden. Und hier hat auch noch keiner aufgeräumt. Ein echt schöner Weg hier. So, mal sehen, wo ich jetzt lang gehe. Das hier ist zwar ein Weg auf den Gipfel, aber meiner wird es heute bestimmt nicht werden. Also irre ich noch ein bisschen durch den Wald. Oh, hier ist eine Kreuzung mit vielen Wegen. Naja, dann werde ich mal den ganz rechten nehmen. Denn der sah am schmalsten von allen aus. So, jetzt habe ich beschlossen, mir das Kürnetschtal nochmal anzuschauen. Nur das Problem ist, das ist da unten und ich stehe jetzt genau auf dem Berg. Also werde ich den Bergkamm erstmal weitergehen und dabei einen Weg nach unten suchen. Den Weg nach unten habe ich jetzt auch gefunden. Von hier geht es durch das Tal flussaufwärts an der Körnitsch zurück. Hier fließt sie nun, das kleine Flüsschen. Das rechts von dem Tal ist hier schon die Tschechische Republik. Aber der Weg führt auf der deutschen Seite lang. Deswegen ist der Fluss hier mal wieder ein sogenannter Grenzfluss. Hier ist noch ein kleiner Grenzübergang. Und hier, Achtung, Baum quert den Weg. Das ist eben ein echt schönes Urwaldtal.
sehr naturbelassen. Und hier muss man sich wieder etwas bücken. Und hier sind auch schon wieder Treppen, wo der Weg nach oben geht. Also gehe ich mal wieder nach oben. Stufe für Stufe. Oh, was haben wir hier? Hier geht's mal wieder durch den Fels. Nur gut, dass ich immer eine Taschenlampe dabei habe. Hier ist schon wieder ein Baumdurchgang und da drüben geht der Weg weiter. Immer entlang an schönen Felsen. Hier hat man den Weg wieder mal befreit. Und weiter geht's über Stock und Stein. Und wie soll's anders sein? Hier kommen mal wieder Treppen. Also steige ich dann mal wieder nach oben. Oh, was ist das denn? Das sieht ganz schön enge aus. Ich glaube, hier passt nicht jeder durch. Geschafft. Das war wirklich ein enger Spalt. Hier kann man noch mal sehen, wie eng das dazugeht. Teilweise sind das nur 40 cm. Dann haben wir hier die Schlegelhütte, benannt nach dem Oberförster Hermann Schlegel. So, jetzt gehe ich erstmal wieder ins Tal hinunter, aber diesmal auf dem bequemen Weg. Dieser obere Flusslauf nennt sich obere Schleuse, denn dort wird das Wasser angestaut. Und wer möchte, kann hier mit einem Kahn flussabwärts fahren.
Hier haben wir das Winterquartier der Kähne. Und hier ist dann die Bootsstation, wo man losfahren kann. Aber mein Weg führt mich jetzt noch ein wenig flussaufwärts. Hier habe ich noch eine kleine Höhle gefunden. Hinter Hermsdorf eine Stunde. Ich werde mich dann aber jetzt so langsam wieder zurück zum Parkplatz begeben. Hier ist noch ein kleiner Unterschlupf. Und hier geht es dann gleich weiter nach oben. So, an dieser Stelle werde ich das Video auch mal wieder beenden. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Matthias.